Ich heute am 29.02.2024. Und zwar, meine Wahrnehmung ist, dass durch die direktläufigen Planeten, ihr seht ja hier, bei keinem Buchstaben ist ein R da. Das bedeutet, dass keiner der Planeten rückläufig ist. Und wie wirkt sich das aus? Es wirkt sich so aus, dass alles nach vorne vorangeht. Und ich merke also bei mir und auch bei anderen, dass sie sagen, ja, mir wird es zu viel, es geht irgendwie gar nicht alles in einen Tag rein. Und ich auch automatisch muss sagen, bin echt am Abbremsen und versuche immer wieder auf Distanz zu gehen. Und eben das möchte ich auch denjenigen, die das jetzt hier hören, sagen. Versucht einfach irgendwie wirklich euch nicht bewusst nicht zu viel aufzuladen, sondern zu beobachten. Und ich weiß nicht, warum mir das Bild kommt, das ist ein bisschen blöd. Aber als ich klein war, da gab es mal so eine Show von, vielleicht von denen, die älter von euch sind, die kennen diese Show noch. Das war irgendwie von Rudi Carrell, der fließende Band irgendwie. Und der Punkt von dieser Show war, dass zum Schluss gingen verschiedene Sachen über das Fließband. Und alles, was du erinnern konntest, das konntest du dann gewinnen. Das hat dann dir gehört. So und so, in dieser Analogie möchte ich auch die Zeit im Moment beschreiben, dass es kommt ziemlich viel aufs Fließband. Aber unser Fassungsvermögen ist nicht so groß, wie das Fließband uns präsentiert. Also es geht darum, sich die Hauptsachen zu merken. Es geht darum, dass du dir das merkst, was dir wirklich wichtig ist und dich darauf konzentrierst, weil sonst, du kannst nicht alles mitnehmen. Du hast nicht die Kapazität, alles mitzunehmen. Also, wenn da jetzt eine Reise auf den Bahamas ist und du wirklich zu den Bahamas willst, dann konzentrier dich einfach darauf. Konzentrier dich auf 2, 3 Sachen und mach die gut. Und die anderen Sachen lässt du halt einfach gehen. Und das ist mein Tipp in der Zeit jetzt. Und wir haben hier diese Saturn-Merkur-Sonnen-Konjunktion, das eben auf die ernsthaften Entscheidungen da sind, also die Prüfungen mit anderen im sozialen Bereich. Es kommt jetzt auch wieder darauf an, wo Wassermann in deinem Horoskop drin ist. Ja. Also es ist halt im Moment jetzt die Emphasis, also dieses wir erreichen was zusammen, welche Kompromisse müssen wir machen, wir besprechen uns. Und das ist natürlich auch durch diese Konstellation Subjektivität da. Last but not least, das, worüber ich schon ein Video gemacht habe, eben Mars-Venus, also wir sehen die Friction, die Tension zwischen Mars-Venus, also auch zwischen männlich und weiblich, auch das Finanzielle ist dadurch angesprochen, also das Kämpfen um den, in Anführungsstrichen, Genuss auch über die gesellschaftliche Stellung oder das Wohlfühlen mit seiner Stellung, weil Venus im Steinbock beschreibt eben die Stellung auch in der Gesellschaft, also die Position, die du einnimmst und das Kämpfen darum, den Ehrgeiz, diese Situation zu verbessern, sodass sie mehr genussreich ist. So, diese Themen sind angesprochen und es geht darum, eben den Mars eventuell oder die Sonne ein bisschen runterzufahren. Weil es sind, also der König ist die Sonne und der Krieger ist der Mars, ja. Und also Venus normalerweise will ja Kompromisse machen, Mars ist kompromisslos. Wir müssen einfach sehen, dass wir vorsichtig ich sagen, das ist auch sehr wichtig. Also Demut und Bescheidenheit ist in einer gewissen Art immer gut, weil wir müssen in gewisser Weise in dieser Welt immer mit der Nadel reingehen und mit dem Flug rauskommen. Also, weil niemand mag irgendwie kompetieren. Ne? Also niemand mag irgendwie runtergebuttert werden. Und jeder möchte, gerade in der heutigen Zeit, wir sehen es halt durch das Phänomen des virtuellen Expansionismus, will jeder praktisch geliked werden, oder? Ich meine, jetzt wird es nur noch offensichtlich. Also deswegen versuche allen Ehre zu erweisen, wenn du irgendwas willst in dieser Welt, weil so
mit der Brechstange kommst du nie weiter. So, das ist mein Rat für diese Zeit.